Hallo und herzlich willkommen zum Lernzyklus Zehnerpotenzen und Gleitkommadarstellung von Mathematik macht Freunde Freude. Mein Name ist Anna und ich begleite dich durch die nächsten Videos. In diesem Video lernst du, wie sehr kleine und sehr große Zahlen vereinfacht dargestellt werden können. Du lernst die sogenannte Gleitkommadarstellung kennen. Außerdem wirst du nachher Beispiele nennen können, wo eine solche Darstellung praktisch ist. Bevor wir loslegen, wollen wir uns noch kurz an die Potenzen erinnern. Du hast bereits einiges über Potenzen gelernt. Du weißt, dass das Produkt gleicher Zahlen zu einer Potenz zusammengefasst werden kann. 5 mal 5 mal 5 ist 5 hoch 3. Dies gilt natürlich ganz allgemein. Die gleiche Zahl wird hiermit A bezeichnet. Wir nennen sie die Grundzahl oder auch Basis. Diese Grundzahl kommt n mal vor. Daher ist n die Hochzahl oder der Exponent. Ich habe hier für dich alle wichtigen Rechenregeln noch einmal zusammengefasst. Sieht etwas kompliziert aus, oder? Überlege mit Hilfe der Zahlenbeispiele kurz für dich selbst, wie fit du dich mit dieser Schreibweise und den Rechenregeln für Potenzen fühlst. Versuche, die farbig markierten Zahlenbeispiele den Rechenregeln mit Variablen zuzuordnen. Drücke dazu auf Pause. Hier siehst du die Lösung. Falls du noch etwas Schwierigkeiten hast, kannst du beim Lernzyklus Potenzen von Clara vorbeischauen. Dort erklärt sie alle Grundlagen, die wir für dieses Thema brauchen. Wie bereits gesagt, wollen wir uns in diesem Video mit sehr großen und sehr kleinen Zahlen beschäftigen. Wir werden uns zu Beginn ein paar Beispiele anschauen und deren Größe abschätzen. Der gerundete Wert wird jeweils in Meter angegeben. Dafür möchte ich dir Letty vorstellen. Letty ist 4 Jahre alt und ungefähr einen Meter groß. Sie lebt in einem Haus, das circa 10 mal so groß ist. Es kann also beispielsweise eine Höhe von 10 Metern besitzen. Die Straße, in der das Haus steht, kann einige 100 Meter lang sein. Wenn wir nun noch größere Objekte betrachten, wird uns auffallen, dass die Angabe in Meter etwas umständlich wird. Hier siehst du die Erde. Drücke auf Pause und schätze ihren Durchmesser in Meter ab. Nachher kannst du deine Schätzung mit meiner vergleichen. Und? Hast du weniger oder mehr geschätzt? Der genaue Wert ist für uns im Moment nicht so wichtig. Dir ist aber wahrscheinlich aufgefallen, dass wir hierfür schon ziemlich viele Nullen verwenden müssen. Noch ein paar mehr wären es bei der Entfernung von der Erde zur Sonne. Hier sprechen wir schon von über 100 Milliarden Meter. Kommen wir nochmal zu Letty zurück. Wir wollen uns jetzt nicht mehr ihre Umgebung ansehen, sondern ihr Inneres. Du kannst dir dabei vorstellen, als würden wir immer weiter in verschiedene Teile ihres Körpers hineinzoomen. Hier ist der Fuß von Letty abgebildet. Dieser ist ungefähr 0,1 Meter lang. Noch kleiner sind ihre Zähne. Diese haben eine Größe von ungefähr 0,01 Meter. Wenn wir nun noch weiter in ihren Körper schauen, entdecken wir viele weitere kleine Objekte. Wie du vielleicht aus dem Biologieunterricht weißt, sind Zellen gerade noch mit dem Mikroskop erkennbar. Wie groß bzw. wie klein schätzt du, kann eine solche Zelle sein? Warst du dir auch nicht ganz sicher? Die Größe variiert je nach Art der Zelle. Normalerweise haben sie aber einen ungefähren Durchmesser von 0,00001 Meter.
Es gibt auch noch kleinere Teilchen. Zum Beispiel Moleküle und Atome. Hier kannst du erkennen, dass sehr viele Nullen zur Beschreibung der Größe benötigt werden. Bei so vielen Nullen kann man sich leicht irren oder verzählen. Daher wirst du im Folgenden lernen, wie solche Zahlen übersichtlich aufgeschrieben werden können. Wir schauen uns dazu noch einmal an, welchen Durchmesser die Erde besitzt und wie weit die Erde ungefähr von der Sonne entfernt ist. Wir können solche Monsterzahlen in der Mathematik kürzer und klarer schreiben. 10 Millionen kann als 10 hoch 7 geschrieben werden. 100 Milliarden als 10 hoch 11. Diese Abkürzung existiert natürlich auch für sehr kleine Zahlen. Wir können statt 0,00001 Meter auch 10 hoch minus 6 Meter und statt der Größe eines Moleküls 10 hoch minus 9 Meter schreiben. Sind dir diese Zahlen schon einmal begegnet? Pausiere das Video und überleg dir kurz, ob du diese Zahlen vielleicht schon einmal gesehen hast. Die erste Zahl ist die Lichtgeschwindigkeit. Diese beträgt 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Die Sonne, die dieses Licht aussendet, hat eine Masse von 1,989 mal 10 hoch 30 Kilogramm. Die kleinste existierende elektrische Ladung wird Elementarladung genannt und hat einen Wert von 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Du kennst sie vielleicht aus dem Physik- oder Chemieunterricht. Die Darstellung, die wir hier verwenden, nennen wir Gleitkomma-Darstellung. Die Potenz mit der Basis 10 wird Zehnerpotenz genannt. Im nächsten Video werde ich dir zeigen, wie du solche große und kleine Zahlen selber kurz und übersichtlich aufschreiben kannst. Das war's auch schon. Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.